Yo, was geht ab, meine Freunde? Scheint Zwölfe zu am Start mit einem neuen Video. Und diesmal mit dem Video, welche Stifte brauche ich überhaupt, um Graffiti zu lernen und um gute Graffitis malen zu können. Und zwar, ihr seht hier schon vorab jede Menge Stifte. Und was braucht ihr da? Und das Wichtige ist, ihr braucht einfach alles. Ihr braucht jeden Stift und ansonsten könnt ihr keine guten Graffitis malen. Das ist ganz, ganz wichtig, ob es die Alpha-Stifte sind, die Molotov, Bleistifte. Ihr braucht so ein Arsenal, ansonsten könnt ihr es komplett vergessen und braucht gar nicht anzufangen. Jo, das war natürlich völliger Schwachsinn, Leute. Nehmt das nicht ernst, denn was braucht ihr wirklich am Anfang? Und das werden wir jetzt besprechen. Und jetzt kommen wir dazu, was ist essentiell und was ist wichtig, um einen guten Style oder gute Graffitis malen zu können. Und da seht ihr das Wichtigste genau vor euch, und zwar einfach nur ein ganz normaler Bleistift, ein Spitzer und ein Radiergummi. Das reicht schon vollkommen aus, denn wichtig ist es erstmal, eure Gedanken, eure Buchstaben auf ein Blatt Papier zu bekommen. Und dafür braucht ihr gar nicht das krasseste Equipment, die teuersten Stifte oder sonstige Sachen. Es reicht vollkommen aus, einen Bleistift zu nehmen. Denn damit könnt ihr erstmal lernen, saubere Striche zu ziehen, sauber zu arbeiten, saubere Balken und Formen zu zeichnen. Und wenn euch etwas nicht gefällt, radiert es eben weg. Und das sind die Basics, die ihr braucht. Ihr braucht auch kein hochwertig krasses Papier. Natürlich könnt ihr euch ein teures Blackbook kaufen. Die sind auch immer gut. Ein Blackbook ist quasi ein gebundenes Buch, ein festes Buch, wo ihr reinmalen könnt, ein Skizzenblock kann man es auch nennen. Und dort könnt ihr eben, weil es fest gebunden ist, noch in 1, 2, 5 Jahren nachschauen, okay, was habe ich denn damals gemalt? Ihr habt keine losen Blätter durch die Gegend fliegen, aber es reicht am Anfang aus, wenn ihr einen ganz normalen Block kauft oder aber, was noch besser ist und auch günstig, ist Druckerpapier. Mit ganz normalem Druckerpapier, weil keine Kästchen drauf sind, das reicht aus, um malen zu können. Denn viel wichtiger am Anfang, hey, wie sieht mein Style aus, wie arbeite ich an meinem Style und wie komme ich mit Proportionen klar? Proportionen ist ein ganz wichtiges Thema, wo ich auch noch jeden Tag am Arbeiten bin, weil ich da auch noch nicht perfekt mit umgehen kann. Proportionen für den Anfänger erklärt ist einfach nur, hey, wie dieser Schriftzug, der ist überall gleich dick. Manche gehen her und machen den linken Strich vom A riesengroß. Die machen dann zum Beispiel die eine Seite vom A so groß, die andere nur so dünn. Und Proportionen heißt quasi für den Anfänger, wirklich, wenn ihr noch nie gemalt habt, dass ihr alle Buchstaben erstmal gleich dick hinbekommt. Nachher kann man natürlich das spielen, aber wichtig ist erstmal, dass ihr alle Sachen gleich dick hinbekommt. Und dafür reicht ein Bleistift vollkommen aus, um das zu lernen. Viel Radieren hilft da auch. Entwickelt Spaß dabei, habt Spaß. Setzt euch hin, mit Freunden oder alleine, hört coole Musik, entwickelt Spaß dabei und malt einfach. Wenn euch was nicht gefällt, nehmt den Radierer, radiert es weg und macht es neu. Oftmals sehe ich auch Leute, die sitzen da nur 1, 5 oder 10 Minuten an einem Sketch. Nehmt euch die Zeit und setzt euch wirklich mal hin, 20 oder 30 Minuten und malt einfach. Genießt die Sache an sich und malt einfach, wenn euch was nicht gefällt, macht's wieder weg. Oftmals werde ich auch gefragt, welche Stifte soll ich mir denn genau holen? Denn es gibt so viele unterschiedliche Stifte. Von Graphmaster, On The Run, Stylefile, Alpha, da gibt es ganz, ganz verschiedene Stifte. Wichtig ist, diese Stifte sind zum Ausmalen da. Was ich euch da empfehlen kann, sind als Anfänger nicht unbedingt die teuersten, die Copic-Stifte oder Alpha-Marker, die sehr teuer sind. Fangt mit den günstigsten Sachen an, denn wer weiß, wie lange ihr überhaupt malt, wie lange ihr Spaß an der Sache habt. Es kann sein, dass ihr vielleicht nur einen Monat Spaß an der Sache habt oder zwei oder fünf. Und dann ist die Frage, lohnt es sich wirklich für über 100 Euro so Materialien zu kaufen? Fangt an mit den günstigsten Sachen. Habt ihr vielleicht schon Filzstifte zu Hause? Nutzt diese. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte noch andere Stifte haben, meine sind nicht die besten, dann empfehle ich euch diese Stabilo-Stifte. Ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann. Das sind Stabilo Pen 68, unten in der Beschreibung auch verlinkt. Das sind nicht die dünnen Fineliner, sondern die haben ein bisschen dickere Spitze. Und damit kann man gut ausmalen, man kann gut Übergänge malen. Und diese Stifte sind echt cool für den Anfang. Damit kann man schon einiges machen. Wichtig ist bei den Stiften aber, wenn ihr mit einem Schwarz ausmalt, könnt ihr nicht mit einem weißen Stift nochmal über das Schwarze drüber malen. Da decken die nicht. Und da gibt es andere Stifte, denn ich werde oft gefragt, hey Schein, was soll ich mir denn für Stifte kaufen? Soll ich mir einen Molotov-Marker kaufen oder soll ich mir dann doch einen Alpha-Marker kaufen? Und diese Stifte sind für zwei komplett unterschiedliche Sachen da. Der Alpha-Marker zum Beispiel ist der, den ich empfehle, weil ich damit Spaß habe, ich kann damit gut umgehen, das hat eine gute Farbintensität. Aber die sind nicht unbedingt für Anfänger, für komplette Neulinge geeignet. Zurück zum Topic. Es ist so, dass die Molotov-Stifte übereinander decken. Das heißt, wenn ihr mit diesem dunkelgrün ausmalt, könnt ihr mit einem weißen Stift zum Beispiel einfach hingehen und über das Grün drüber malen. Das geht mit den Alpha-Markern nicht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Schwarz ausmalt, könnt ihr nicht mit diesem hellgrün nochmal drüber malen. Mit dem Molotov ist das möglich. Der Unterschied ist aber auch, dass diese Stifte zum Ausmalen da sind. Auf dem Blatt Papier. Natürlich könnt ihr mit denen auch ausmalen. Aber wenn ihr damit auf dem Blatt Papier malt, wölbt sich das Blatt Papier öfters. Das heißt, für Papier nutzt irgendwelche Filzstifte, Designmarker oder sonstige Sachen. Wenn ihr auf einem lackierten Untergrund, wie zum Beispiel auf einer Leinwand malen wollt, die vielleicht auch schon besprüht ist,
dann braucht man solche Molotow-Stifte, denn die decken wirklich darüber. Wenn ihr dazu auch mal ein ausführliches Video sehen wollt, warum, was, wie, in die Tiefe hinein, was jeder Stift wirklich kann und warum, dann nehmt ihr oben rechts an der Umfrage teil. Ich werde hier oben eine Umfrage reinblenden und da könnt ihr sagen, dass ihr noch ein ausführliches Video dazu haben wollt. Und alle Links zu den Stiften findet ihr, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ich werde auch mal oben rechts ein Video einblenden von dem lieben Cyclone, denn der erklärt euch nochmal genau, wie man einen Style vernünftig und sauber aufbaut, wie ihr da euch weiterentwickeln könnt. Und dazu reicht, wie gesagt, ein Bleistift schon vollkommen aus. Das ist das, worauf ihr euch am Anfang am meisten konzentrieren sollt. Und auch nicht wirklich auf diesen Wild-Style und probiert den krassesten Style rauszuhauen als Anfänger. Konzentriert euch auf die einfachen Sachen, die Buchstaben gleichstück hinzubekommen und saubere, einfache Buchstaben zu zeichnen. Falls ich irgendwas hier in dem ganzen Video falsch gesagt habe, schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler. Das heißt, wenn ich mich versprochen habe oder etwas komplett Falsches gesagt habe, schreibt es in die Kommentare, damit helft ihr mir und allen anderen da draußen auch. Und dann kann man noch schauen, wenn man sagt, okay, ich arbeite viel mit Bleistift, ich habe schon ein bisschen an meinem Style gearbeitet und mal die Sachen auch schon ab und zu aus. Dann kann man schon schauen, okay, was sollte man sich als nächstes kaufen? Wichtig ist bei den Molotow-Stiften zum Beispiel auch, dass es ganz, ganz viele verschiedene Markern gibt. Es gibt nicht nur die Molotow, es gibt Graphmaster Acrylic, die sind genauso wie diese Eddings. Und da muss man schauen, hey, welchen Marker findet man da selbst am besten? Das ist Geschmackssache. Ich selbst komme am besten mit den Molotow-Stiften klar. Die sind am teuersten, aber es gibt ganz, ganz viele andere und günstigere. Ich finde die Molotow aber am coolsten und deswegen nutze ich immer die. Aber es gibt noch andere, das heißt, schaut euch doch mal um. Und wenn ihr sagt, okay, ihr malt eure Bilder schon öfters aus, ihr habt einen Style, der euch persönlich schon gut gefällt, das heißt, ihr habt schon mehrere Monate daran gearbeitet zum Beispiel und malt die Sachen schon aus, dann kann man gucken, okay, was nutzt man denn als nächstes? Da kann ich euch empfehlen, einen weißen und einen schwarzen Stift zu kaufen, denn damit könnt ihr verschiedene Sachen reinarbeiten. Ihr könnt zum Beispiel Highlights und Details mit reinarbeiten, weil wie gesagt, diese Stifte decken übereinander. Das heißt, ihr könnt mit weiß Lichteffekte reinzeichnen oder mit schwarz und könnt auch Blöcke, Schatten, Highlights über andere Sachen drüber malen. Ihr könnt, wie eben gesagt, mit schwarz oder weiß über alle anderen drüber malen. Und um am Thema Sauberkeit zu arbeiten, gibt es auch spezielle Stifte wie diese hier. Das ist egal von welcher Marke, und zwar sind das hier, die ich in der Hand halte, von Molotow, und zwar, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber steht drauf EF für extra fein. Das sind ganz, ganz dünne Stifte, dünner noch als die normalen, auch wenn die gleich dick aussehen. Der Tipp, also oben die Spitze, ist dünner, so wie bei diesem Stift. Von welcher Marke ihr die holt, ist ganz egal. Mit diesem Stift könnt ihr ganz, ganz dünne Sachen zeichnen. Das ist wichtig für die Sauberkeit, denn so sehen eure Graffiti sauberer aus. Ich sehe oftmals Leute, die malen ein ganz normales Bild, zum Beispiel in dieser Größe, und nehmen sich dann einen dicken Stift, um Highlights reinzuzeichnen, weil sie vielleicht auch nur einen dicken haben. Das ist natürlich jetzt das extreme Beispiel, dass ich diesen Stift hier zeige, aber so kann ich euch das Ganze verdeutlichen. Wenn ihr dazu dann lieber einen kleinen, dünnen Stift nehmt und die sauber ausarbeitet, sieht es besser und sauberer aus, als wenn ihr die dick hinklatscht. Und deswegen könnt ihr nachher schauen, ob ihr euch eben so dünne Stifte kauft mit ganz, ganz dünnen Spitzen. Die hier haben zum Beispiel einen Tipp, also eine Spitze von 1 mm. Dann gibt es noch die ganz normalen Molotow, die heißen 127er mit einem 2 mm Tipp. Es gibt ganz, ganz verschiedene, ihr könnt die Tipps auch nachkaufen. Oder hier etwas dickere, 227 HS heißen die mit einem 4 mm Tipp. Da gibt es natürlich noch größere. Am Anfang reicht aber auch, wenn ihr die ganz normalen 127er kauft oder eben die ganz feinen hier. Da steht auch immer extra fein drauf und die haben einen 1 mm Tipp. Aber das ist nicht notwendig, um schöne Graffitis zu malen. Das ist nice to have, aber ihr braucht es nicht unbedingt. Ihr müsst nicht unbedingt die teuersten und schönsten Stifte kaufen. Jetzt kommen wir noch zu meinen Favorites und die könnt ihr wahrscheinlich schon sehen. Welche Stifte ich am liebsten benutze, sind eben die Alpha-Stifte, weil sie eine hohe Farbintensität haben und ich damit sehr, sehr gut klarkomme, gute Fadings malen kann. Und dazu natürlich noch die Molotow, weil ich damit auch gute Erfahrungen gemacht habe. Die haben mich noch nie in den Stich gelassen, im Gegensatz zu anderen Stiften. Das sind meine Favorites, die sind aber auch dementsprechend teuer. Für mein ganzes Equipment habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um mir das zusammen zu sparen damals. Habe auch einige Sachen geschenkt bekommen. Das heißt, gebt nicht auf, wenn ihr diese teuren Sachen nicht habt. Ihr braucht sie nicht unbedingt. Es reicht vollkommen aus. Zum 10. Mal gesagt, wenn ihr euch einen Bleistift kauft, vielleicht in verschiedenen Stärken, hier ein 4B und hier ein HB Bleistift, mit denen kann man auch kleine Feinheiten reinzeichnen, einen Schatteneffekt und dann ganz, ganz vorsichtig was einzeichnen. Das reicht vollkommen aus, um an euren Style zu arbeiten, um besser in Graffiti zu werden. Und dann könnt ihr noch schauen, ob ihr euch was dazu kauft und wenn ja, was ihr euch dazu kauft. Und das war so mein kleines Video hierzu. Ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr möchtet mehr solche Videos haben und wissen, hey, was können die Stifte denn genau? Wofür nutze ich welchen Stift? Welche ist da der beste oder schlechteste? Mit welchen hat man die beste Erfahrung gemacht? Dann stimmt bei der Abstimmung ab.
und entscheidet mit, dass es mehr von solchen Videos geben wird. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, das Ganze hat euch geholfen, wünsche euch meinerseits aus noch einen schönen Tag und sage, macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao! Macht alle mit und verändert die Welt, Mann. Wir holen uns die Farben zurück, scheiß auf graue Welt und alles, wir erwarten nur Glück. Gemeinsam fangen wir an, was zu ändern. Macht alle mit und verändert die Welt, Mann.